La Pampa aus in New York. Die App! Andreas, die App, sie funktioniert! Oh! Wo sind wir hier? Ist am Ordesweg, da Leute die Glocken. Scheiße! Boah! Ey. Was ist das? War Wahnsinn! Die App! Andreas! Auto! Auto. Guck mal, hier waren Autos! Boah, geile, geile Kiste! Wahnsinn! WhatsApp! Oh! Ein mittelalterlicher Weg, schon vor Christus Geburt, wurde Handel betrieben. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Ein alter Weg? Ein altes Auto? Verdammt. Weiter. Zu spät. Jetzt schickt's aber, wenn du noch einmal hierher fährst. Das... In welcher Zeit befinden wir uns hier? Break. Da, wo Autos fahren. Das muss der Ordesweg sein. Cool. Eine mittelalterliche Autobahn. Stimmt, da kommt schon wieder ein Auto. Ich werd doch das Ganze. Oh, schau da. Schau da, da kommt ein Auto. Schon wieder. Verdammt. Ein Weg, ein Auto, Wahnsinn. Autobahn. Auf der Autobahn und bin wieder auf der Autobahn. Guck mal, was ist das da hinten? Ein Weg. Wir haben das Eisen vergessen. Stein für Stein. Jahrhunderte. Jahrhunderte lang wird es dauern. Scheiße, jetzt habe ich da viele. Aggressiv der Typ, oder? Ja, die sind immer aggressiv. Immer auf der Flucht. Immer schutzgebunden und leck mich doch am Arsch, Mari. 144. 744 ließ Bonifatius das Kloster zu Fulda bauen. Zu Fulda. Halten wir zum Schwert und helfen ein bisschen nach. Schmerzen muss leiden. Aber gut. Ja, die Radka Basilika wurde gebaut nach dem Scheiße. 791 baute er dann die Radka Basilika in Fulda. Das ist dann viel zu früh. Was wollt ihr dann hier machen? Ja, hier die Heiden bekehren. Entweder mit unserer Schrift, unserer eigenen Schrift, oder mit ein bisschen Gewalt. Ups. Und los. Ho, ho, ho. Oh, oh. Du mei, wo sie jetzt ist? Ich weiß auch nicht. Du Scheiße. Fangen wir noch von vorne an. He? Adalbert von Schleifras wurde im Jahre... Scheiße. Oder zur Not mit ein bisschen Gewalt. Ups. Schmerzen können nicht schaden. Ho, 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 ho. You may. Yes, eh. Was war das? Oder mit ein bisschen Gewalt. Ho, 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 ho. Sonst funktioniert's nicht. Ich wusste gar nicht, dass der Sturm jetzt so ein wilder Rabauke ist. Mann, lass uns erst mal richten. Andreas, wollen wir erst mal ein Interview mit denen machen? Das haben wir doch eben schon gesagt. Ja, okay.
Lieber Herr Mönch, können Sie bitte sich mal kurz vorstellen für unsere Zuschauer hier im Saal im Bürgerhaus zu Blankenau? Ich bin Sturmherr. Ich bin Sturmius und Bauherr zum Kloster von Fulda. Ich habe in die App eingegeben 1280. Und jetzt überlege ich mal, was war denn 1280? Das war die Zeit des Klosters in Blankenau. Scheiße. Berdi, dass ich nicht lache. Eher Party. Ja, wir pflegen hier den Klostergarten. Quatsch, ich habe Scheiße gebaut. Die Batrades. Batrades. Blankenwald. Und das? Ich bin Batrades. Die kleine Schwester. Da guckt ihr mich so. Klosternonnen. Wir wollen nämlich einen Melissengeist machen. Jetzt darf man damals auch schon hier. Ja, liebe Gäste, wie wir sehen, das ist ein Wahnsinn hier, dabei live zu sein. Listen, Bertrades, seht nur, wie schön die Blumen blühen. Hier in dem tristen Novemberwetter. Hier in der hellen, schönen Blankenau. Hör auf. Ich werde den blöden Text noch reinkriegen. Tristen Novemberwetter? Ja. Ich bin Lucizia und bin die Tochter des früheren Ritters Hermann von Blankenwald. Scheiße! Was denn? Lucizia! Ja gut, das hätte ich jetzt, ich hab's gemerkt. Lucades! Ich hätte es Scheiße! Äbstissin, Bertrades, seht nur, wie schön die Blumen strahlen. Hier in unserem Novemberwetter. Die sind verstrahlt, die Blumen. Ja, ich bin Lutitia und die Tochter des Kades. Und wir haben einen riesen Arsch. Damals wurde der Propst Emilian von Riedheim ganz bestialisch ermordet von einem Kaspar Kiesel aus Blankenau in der Verbundenheit mit einem Hermann Kiesel und was weiß ich. Kannst du mal auf die Jahreszahl schauen? 1899. Nee, das war 1699. Als der Kaspar Kiesel in der Verbundenheit mit dem Heinrich Kiesel, seinem Bruder, der Soldat in Fulda war, und dem Herrn... Scheiße! Wie heißt der Scheiß Heinrich Bayer? Dass er noch da ist. Zwei der Mörder sind in die Propstei eingedrungen und haben den... Kaspar Kiesel und sein Bruder, der Heinrich Kiesel, sowie der... Anna, Idiot. Und ist losgelaufen. Nach dem Mord sind beide weggesprungen. Mein Gott! Boah, hier, eine aufregende Zeit, die Zeit des Klosters. Jetzt. Was? Hat sich schon gefilmt? Der Mörder! Mörder! Hier. Mein Herz. Und meine Seele. Er lehrte. Hilfe zur Selbsthilfe. Scheiße, Mann. Ah. Das heutige Propsteigebäude wurde? Hier in Blankenau. Sie wurden gerädert, gevierteilt. Ihre... Exkremente. Die Täter haben gleich gestanden und wurden im gleichen Jahr, im Mai... Erledigt mit MG. Mit seinem Bruder zusammen und diesem Hermann Bayer den Propst zu ermorden. Wie das damals zur Zeit war, dachten die, hier gibt's viel Geld und Gold.
Hier, hast du auch noch das Lichtschalter gefilmt? Nee, hab ich nicht. Scheiße, echt nicht? Nein. Scheiße. Gott. Klappe 10, die 15. Gut. Jo. Die Mörder, die wurden gefällt. In alle vier Teile zerrissen, ihre Leiber in alle Straßenplanken hinaus ausgehängt. Ein ganz grausames Spektakulum, sagte man damals. Ja, haben wir auch mal. Das lassen wir aber, glaube ich, draußen. Scheiße! 164, die Zerstörung der Burg Blankenwall durch Berdo ab von Fulda. Damals legte sich der Ab von Fulda mit zahlreichen, was weiß ich, für meine Reo. Nee, wir sind einfach nur Zeitreisende und ja, wir reisen durch die Zeit. Wir sind Reisende, wir sind Zeitreisende. Wir sind Zeitreisende? Das muss der Hermann von Blankenwald sein. Großes Schwert, große Fresse. Ich habe eingegeben 1230, der Burgenbau zu Blanken. Na, no, noch einmal. Habt ihr auch schon unten Wegzoll gezahlt? Nee, war noch nicht offen. War noch nicht offen? Verdammt nochmal! Dann hört auf! Ihr seid Reisende! Scheiße. Oh, spannend. Die sind ja höchst professionell. Na? Oh! Wer seid ihr denn? Schickt euch der Ritter von Ziegenhain oder gar der Ritter von Wadenberg? Scheiße. Der Burgenbau zu Blankenau. Simon von Blankenwald. Oh, scheiße. Simon von Schlitzwart. Ha! Ich! Ah! Oh. Mann, Mann. Arbeitsunfall? Dann haben wir in die Berufsgenossenschaft kommen. Text vergessen. Oh. Ah, wer seid ihr denn? Schickt euch der Ziegenhainer oder mein Freund Ritter von Wadenberg oder auch sogar Scheiße. Blankenaus Geburtsstunde ist geschlagen. Hier. Oh. Hey, das ist mein. Der hat mehr Durst wie ich. Ja. Schaffst du hier? Die Geburtsstunde von Blankenau und wir mitten dabei. Ja, ich kenne dich doch. Und weißt du was? Richtig geil. Da hinten haben sie schon Angersbach gebaut. Cool. Das andere hat das andere Schwert. Bam, bam, bam! Und ich gebe mir noch eine. Oh. Schwert muss auch rein. Ach so, Entschuldigung. Schwert ist drin. Gut. Schwert steckt. 165. Damals nahmen die Auseinandersetzung. Yeah. Immer weiter. Du warst dann also. Der war gut. Das war gut. Habt ihr nicht richtig gedreht? Seid ihr das abgehilfen? Ritter, vereinigt euch! Weg mit den Schamhahn! Freie Einfahrt! Für freie Bürger! Volk von Angersbach! Jeder hat davon auch mal einen Hund hingekackt, gell? Ich esse es ja nicht. Gut so. Jeder sagt geil. Ja, das kommt gut. Das kannst du lassen. Boah, das siehst du ja gar nicht, du. Richtig! Schade mal gestern. Ey, wer kam auf die Idee mit diesen scheiß blöden Kunden? Da sieht man überhaupt nichts. Schau mal, Jay. Meine Frau hat sich den ganzen Abend hingesetzt. Nein, ich konnte mich euch gedreht. Ich mach doch nicht mehr mit. Du warst bescheuert. Ihr braucht ja gar nichts zu sehen. Hauptsache, ich werde sehen. Ja, wir müssen die Löcher kürzer machen. Kamera. Kamera läuft.
König Herodes werde ich genannt. Bin Herrscher vom ganzen Judenland. Wir haben es drin. Juhu. Jetzt bin ich mal gespannt. Es gibt Sachen im Leben, die wird man nie vergessen.